Jörg, du kannst ja mit dem Samenor zurückkommen und den einen Ballenhänger einfach mitnehmen. Stell den Ball neben den Ballenhänger. So, wir sind bei Stall 4. Guck mal, was passiert. Stall 4. Silofutter. Jo, geht als Silofutter durch. Gut, dann gehen normale Grasbeine auch durch. Wahrscheinlich, ja. Gut. Dann bring ich noch. Bring mal in jeden Stall noch mal 30 Schweinchen, kleine. Wir können die nicht kaufen, musst du kaufen. Achso, dann sag Bescheid nach, wenn du da bist, dann spring ich rein und hol die. Klasse Vögel, ja. Aber von mir aus können wir auch die Zeit vorspulen, wir haben alles angekündigt. Ja, ja, aber ich will mindestens, abgemäht, ne? Dass überall alles voll ist. Ja, wir können doch keine Schweinchen kaufen um 19 Uhr. Ach, das meinst du? Richtig, richtig, richtig. Da war so, was, ne? Sorry, sorry. Ja, jetzt weiß ich, worauf du hinaus wolltest. Ha! Bietet Jürgens mir komischerweise auch immer an, dass ich hinfahren soll. Er springt rein und kauft Schweinchen und ich fahre dann wieder zurück. Das finde ich irgendwie ziemlich uneffizient. Ja, wenn er in der Zwischenzeit was anderes macht. Ja, aber es ist doch besser, wenn er dann selbst Schweinchen holen geht und ich mache in der Zeit das, was er machen wollte. Das geht natürlich auch, klar. Das wäre deutlich effizienter, weil da muss keiner rumspringen und sich die Mühe machen, den Traktor suchen und so weiter. Das ist eine schöne Stadt hier. Ich fahr gerne durch die Stadt hier. Das ist echt schön, das stimmt. Das ist eine super schöne Stadt. Schön klein und verwinkelt. Kacke, ey. Das gibst du nicht. Hast du schon wieder verfahren. Klar. Das kann doch nicht wahr sein, doch. Ja, wenn es im echten Leben nicht so schlimm ist, passt das. Ja. Also inneres Navi gleich null, okay. Kann man so sagen, ja, kann man so. Sollen wir nochmal einen Trick austauschen? Nee, wofür? Ja, PS ist mehr Leistung. Wofür? Passt doch alles bisher. Höchstens, denke ich, ein Brecher mit mehr Arbeitsweite. Höchstens, aber eigentlich auch nicht. Gibt's den Case. Also die nächsten werden die 13 Meter Schneidwerke werden, weil da kannst du einfach zusammenklappen, die Dinger. Und hast du den Schneidwerkswagen mit eingebaut. Das ist das Beste, was es gibt. Ja, das ist echt sau nice. Da bin ich ja im Singleplayer hingegangen und hab mir erstmal noch einen Schneidwerkswagen dazu gekauft. Als ich gesehen habe, dass das Ding auf Rädern steht, habe ich mir auch gedacht, Dankeschön fürs Gespräch. Ich hoffe, im 17er sind die noch mit dabei. Da kommen jetzt die Messer Ferguson schon an, die sind auch richtig cool. Ja, die sind echt nice. Die haben dann auch Easy Flow. Also nicht mehr Schnecken im Schneidwerk, sondern Förderbänder. Ben? Ja. Wo hast du den Ball hingelegt? Ich brauch meine Karte. Achso, direkt neben dem. Das ist der. Wagen. Ja. Okay. Aber ich dachte, ich hätte einen übersehen vorhin. Hä? Verstecke mich doch nicht hinterm Popschutz, der ist einfach da. Die Samba aufzufangen. Musst du versinnbildlichen? Ja, besser nicht. Lass mich da durch. Soll ich den hier hinstellen oder zum Hocken da hinten hinbringen? Kannst du auch hier lassen, ja. Das ist die Kletten. Ja, genau, die Klettenberg. Das ist die Stappenbach. Ja, das hat sich so eingebrannt ins Gehirn. Thomas, ist dein Traktor aufgetankt? Meiner ist getankt. Oh, was ist hier los? Okay. Moin. Servus. Hallo. Hallo, Jürgens. Haben die. Ja, ich gucke selbst.
Okay, Schweine haben genug, okay. Silofutter bei den Zweiern ist auch eigentlich mehr als genug drin. Na gut, dann hole ich jetzt den Viehtransporter. Nee, brauchst du nicht mehr. Ich werde gleich spulen. Ach, machst du dann? Nö, es ist eigentlich genug da. Und wie gesagt, wir können das ja sowieso nicht machen, weil ist zu, hast du ja selbst gesagt. Ja, aber du kannst ja nach dem Spulen kann man ja kaufen. Das können wir selbst machen, ja, das können wir machen. Das meinte ich ja. Und da kann man sich ja schon mal hinstellen, oder nicht? Ja. War ich jetzt. Die Schweinezucht 4, ist die bei dem Metzger oder ist die im Norden? Das ist die eins runter. Norden. Also im Norden. Okay. Dann musst du hier die Straße 1 runter. Nee, ich will ja nicht dazu 4. Ich war bei der 4 schon. Achso, okay. Oh Gott, deswegen, ich war mir auch eine Scheiße zusammen hier. Wo steht denn jetzt der Fieber? Im mittleren Hof. Also nicht im Haupthof, sondern in der Mitte, dann bei der Schweinemasse in der Mitte. Der Quatsch. Da, da, da. Die 4 ist hier und die 2 ist im Norden. Stimmt. Naja, passiert ist ganz gut. Du musst doch wissen, wo du schon mal warst. Oh ja, genau. Bin hier durch die ganze Walachei gefahren. Ja, komm doch hoch. Ich hasse den Dialekt, der hier gesprochen wird. Ohne Witz. Welcher? Wie bitte? Welcher Dialekt? Felsig. So. Könnte gleich zu leichten Standbildern kommen. Okay, cool. Oh, bitte bleib weg. Da will gleich wer gekickt werden, habe ich gehört. So gerne. So. Depp. Hanna, warum gehst du? No, komm was erledigen. Hey, na. Hallo, oh, jetzt kommt auch noch Mops. Servus. Jetzt kommen sie alle. Jetzt. Ja, natürlich kommen sie jetzt alle. Entschuldige bitte, jetzt gerade Feierabend haben. Dass ich gerade früher von der Fahrschule freigekriegt hab. Schäm dich, Mopsi, schäm dich, dass du jetzt Feierabend hast. Ja, echt. Schäm dich, dass du überhaupt komm, geh Fahrschule wieder gehst. Arbeiten. Was? Wer geht arbeiten? Ich? Ne. Doch. Ich bin ja. Dann jetzt erstmal raus. Viel Spaß jo. Euch noch. Jo. Ciao. 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 Tschüss. Ciao. Bis später. User disconnected from your channel. Hab ich die jetzt schon gegrapscht? Ich hab sie gegrapscht, super. Was, begrapscht? Gegrapscht, die Ballen gegrapscht. Er wird begrapscht. Die Ballen! Ah. Du bist auch auf dem Server, Mopsi? Grad tatsächlich nicht, weil mein Rechner ja. Hier ganz komische Sachen macht. Kann ich dir auch noch tatsächlich was machen. Die Moin! Was muss denn, okay? Er spielt mit seiner Kamera. Das ist richtig. Hallo Tizian. Hallo Tizian. Guten Tag. Kenn ich nicht, aber hallo. Kannst Tizian nicht. Ich weiß, dass ihr die ganze Zeit mega hyped, aber es ist mir ziemlich Wumpe eigentlich. So, Symbol, haben wir Pflanzenwachstum ist an, alles klar. Knallgas, Junge! Wow, sag das doch vorher an! Habe ich, Knallgas, Junge. Ich sehe gerade nur, wie sich die Preise hier verändern. Ich habe ein Knallgas, Junge gehört und auf einmal hat's gespult. So, ist noch nicht reif. Wie viel, was für eine Uhrzeit habt ihr? 13:20. Also 13:21. Ja. Auf die eine Minute, ey. Ach, was soll's, machen wir noch einen ganzen Tag vor. Hallo, Bauer. Ja, schön, 7 Uhr. Kann man loslegen. So. Was habt ihr jetzt für eine Uhrzeit? 7:34 und es soll regnen. Musst du gerade sagen, Mopsi, ne? So. Und läuft? Ja, das war ja da. 22 und es soll regnen. Ja. Gucken wir mal, wenn es 13. Komm mal mit dem Drescher weg. Ja. Aber oh, nee, nicht mit dem Jöns zusammen. Aber bei der Jöns kann mittlerweile GPS, hat er gesagt. Ich kann mit GPS. Ja, kannst du mit GPS? Ich kann mit GPS. Dann machen wir das mit GPS. Kannst es du ist wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen. Kannst du das gut mit GPS? Ich kann das so einstellen, dass er automatisch wendet.
Ja, das ist nicht notwendig. Haben wir einen Kärcher? Ja, haben wir. Auf dem Platz. Also, ne? Auf dem Platz. Auf dem Sportplatz. Ja, da haben wir es. Kann nur nicht fahren. Den hat Jürgens da so geil platziert. Nein, das war ich nicht. Wer denn? Dennis. Ja, was hat Dennis? Ja, ist es besser wie irgendwo beim Nachbarn? Reicht ein Abfahrer oder? Ja. Ich bin gerade ab. Hier ist einer. Du hast einen Ballen vergessen. Auf Hof 1. No, hab ich nicht. Den hat der Jürgi da extra abgestellt. Jürgi? Hat den da extra abgestellt. Extra. Mitten in den Weg? Nein. Denkt Leo, den heute noch zu machen? Wir dreschen jetzt bis um 9 Uhr ungefähr, denke ich mal. Und danach gucken wir. Dann nochmal eine Ferkels kaufen? Ja, ich finde den Wagen nicht. Ich war gerade an jedem Hof. Ja, bist du sicher? In der Mitte, habe ich doch gesagt. Jetzt ist mein Spiel abgestürzt, läuft bei uns. Oh, richtig gut sogar. Bei mir. Wo ist denn die Mitte bei dir? Ja, in der mittleren Schneidemast. Leute, ich habe den Hänger doch schon längst dahin gefahren. Ach so. Ja, das ist natürlich dann... Müsste nur mal jemand reinsteigen nicht und den kaufen. Deswegen habe ich ja gefragt, ob mal jemand Schweine kaufen könnte. Hast du das auch schon so eingestellt, dass man Schweine kauft? Weiß es nicht, ich kann das nämlich nicht sehen. Kannst du gar nicht sehen, okay. Das ist richtig. Das kann alles nur der, der die Rechte hat. Leo, Hashtag Puffleuchte an. No! Halt so Landtü. Weiß nicht. Ich weiß nicht, was das ist. Hast du das richtig gemacht? Bist du hier in einem richtigen Träger? Ja. Weil mir mach mal die Plane auf. Ich glaube, das geht nur. Oder? Hat das damit was zu tun? Wow. Ja, das letzte Mal lag es, glaube ich, an der Plane, ja. Ich kann abkoppeln. Und dann ich kann Standbilder platzieren. Oder weiter rein, mal gucken. Ach, Schatzen. Gib ihm Wasser. Wasser. Wasserknickebrot. Leo, kannst du das mal auch machen mit dem automatischen Wenden? Ich kann schon, aber ich möchte eigentlich nicht, weil ich kein Freund davon bin. Er will auch was arbeiten, nicht nur zugucken. Fleet Transporter schließen, habe ich hier die Möglichkeit? Ja, dann geht er zu, ja. Und dann habe ich jetzt hier die Möglichkeit. Der ist aber auch leicht schräg drin. Steffen, nein, TS kannst du nicht drauf. Und unter Ausrufezeichen Liste, was ich gerade eingegeben habe, siehst du die Mods, die wir verwenden. Genau. Mehr Schweinchen für die Welt. Leo, hattest du gerade keine Rundumleuchten an? Ich habe keine Rundumleuchten an. Nee, weil ich mag die Rundumleuchten nicht. Aus einem ganz einfachen Grund. Kurs liegt auf der 3. Auch die Abfahrer? Könntest du das ausprobieren mit dem automatisch wenden, Leo? Ich würde dir das dann auch einstellen. Ich. Wow, hat er jetzt nicht gesagt, ne? Der will damit sagen, du kannst es nicht, ne? What? Ja. Hat ihn nie gesagt. Unfassbar, so, ja. So richtig schnubbig und so. Soll ich gucken oder was? Wir können auch noch einen Drescher kaufen und dann können wir noch weiter dreschern. Wir wollten doch sowieso noch einen dritten Drescher haben. Weiter dreschern. Aber ich muss gleich, ich wurde gerade gerufen, ich muss gleich irgendwas runter. Ist doch egal, was mit dir ist. Ja, echt ey. Der Trigger schwebt hinten ein bisschen. Bist du ein Jürgens? Werd hier nur gemobbt. Verdientermaßen meistens. Ja, ja, das ist richtig. Kann jeder so unterschreiben. Sogar ich. Der Linus. Wer war eigentlich beim letzten ATS-Stream dabei? Ich nicht. Ja, ich auch nicht. Ich auch nicht. Boxen war dabei. Also ich habe kurz mal reingeguckt, muss ich sagen. Werner war glaube ich auch kurzzeitig dabei. Glaube ich. Und Dirk war ganzzeitig gemutet. Werner war zum Schluss ziemlich lange dabei, ja. Boxen war von Anfang an dabei, mit kurzen Ausnahmen. Dirk war doch auch bei euch.